Herzlich willkommen, liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Wiesbadener und natürlich auch liebe Gäste aus nah und fern zur 17. Eröffnung unseres legendären, berühmten, wunderschönen Sternschnuppenmarktes in Wiesbaden. Unser Oberbürgermeister Sven Gehrig sowie Bürgermeister Dr. Oliver Franz, unsere wunderschönen Lilchen, die Sie hier noch sehen können und natürlich die Engel und meine Wenigkeit, wir freuen uns riesig, dass Sie heute natürlich wieder so zahlreich gekommen sind und auch noch einen Platz hier vorne ergattern konnten. Lieber Herr Oberbürgermeister, hier sind Sie, die Sternschnuppenmarkt-Fans, ich denke, die sind bereit. Ja, das hoffe ich, dass Sie bereit sind, denn ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Wiesbadnerinnen, liebe Wiesbadner, liebe Gäste. Ich finde, das ist immer ein sehr, sehr emotionaler Moment im Jahreskalender, auch des Oberbürgermeisters, wenn die Engel von oben einschweben, wenn sie dem Sternschnuppenmarkt in Wiesbaden leben und Licht einhauchen. Das ist ein ganz, ganz toller Moment. Er zeigt mir ganz persönlich, dass die mehr oder weniger besinnliche Vorweihnachtszeit so langsam Einzug in die Stadt erhält. Und ja, ich freue mich einfach gemeinsam mit ganz, ganz vielen, Daniel, die nächsten Wochen ein bisschen von dieser Stimmung genießen zu dürfen. Lieber Herr Dr. Franz, zum 17. Mal eröffnet dieser wunderschöne Sternschnuppenmarkt hier bei uns in Wiesbaden. Heute sind Sie mal nicht Besucher. Heute sind Sie nicht hier als Bürgermeister, sondern Sie sind zum allerersten Mal als zuständiger Wirtschaftsdezernent heute hier mit uns auf der Bühne. Wie fühlen Sie sich? Ja, ich fühle mich großartig. Ich kenne die Veranstaltung ja nur von der Seite oder von vor dem Pult und bin einfach auch ein Stückchen dankbar dafür, dass die Arbeit, die ich hier mache, am schönsten Arbeitsplatz, den die Landeshauptstadt jedenfalls im Dezember zu bieten hat, mir auch die Gelegenheit gibt, hier oben dabei sein zu können bei einem fantastischen Sternschnuppenmarkt. Ich glaube... Macht alle mit! You can't hurry love, no, you just have to wait. She said love don't come easy, it's a game of give and take. You can't hurry love, no, you just have to wait. You gotta trust, give it time, no matter how long it takes. But how many heartaches must I stand before I find the love to let me live? Ich freue mich riesig, gleich die offizielle Eröffnung machen zu dürfen. Das tue ich aber nicht, ohne Ihnen allen nicht nur eine schöne Zeit auf dem Wiesbadener Sternschnuppenmarkt zu wünschen, sondern ich wünsche Ihnen auch, dass Sie in den kommenden Wochen ein bisschen Zeit haben, den Fuß vom Gas zu nehmen, sich im Kreise Ihrer Lieben mal zusammenzusetzen, auch ein Stück weit dankbar zu sein. Ein Stück weit dankbar dafür zu sein, dass wir in gefestigten demokratischen Strukturen seit mehr als 7 Jahrzehnten in Frieden und Freiheit leben können. Und da bitte ich Sie um eins, lassen Sie uns 2019 genau daran weiterarbeiten. Alles Gute! Und hiermit ist der 17. Sternschnuppenmarkt offiziell eröffnet. Genießen Sie ihn! Ganz herzlichen Dank. Und ein bisschen hat es ja doch geschneit. Wiesbaden lässt einen nie im Stich. Those precious words, keep me hanging on. I remember Mama said, oh, you just have to wait. She said, love don't come easy. It's a game of give and take. You can't hurry love. No, you just have to wait. You gotta trust, give it time. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Big City TV, ein herzliches Willkommen von den Eröffnungsfeierlichkeiten zum 17. Wiesbadener Sternschnuppenmarkt.
Mein Name ist Sven Gehrig, ich bin der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Wiesbaden und mein Gesprächspartner heute Abend, Bürgermeister und zuständiger Wirtschaftsdezernent Oliver Franz, der heute quasi Premiere hatte. Sehr geehrter Dr. Franz, lieber Oliver, wie war's? Großartig. Ich war das erste Mal hier oben auf der Bühne und hatte das Vergnügen, diesen Sternschnuppenmarkt zu eröffnen. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich war auch ein bisschen aufgeregt. Das ist ein wunderschöner Weihnachtsmarkt. Ich finde, das ist ein tolles Projekt, das Wiesbaden vor 17 Jahren gestartet hat. Wir bekommen Besuchergruppen auch aus dem Ausland, die fahren hierher. Da können wir richtig stolz drauf sein. Und ich bin richtig stolz auf meine Stadt und alle die, die daran mitgewirkt haben und auch jedes Jahr wieder daran mitwirken. Ich finde auch heute diese Eröffnungsfeierlichkeit ist einmalig. Man kann nur jedem Bundesbürger zurufen aus Wiesbaden. Wenn ihr eine sensationelle Weihnachtsmarkteröffnung erleben wollt in diesem Land, dann müsst ihr zum Sternschnuppenmarkt nach Wiesbaden kommen. Na, wenn das keine Werbung für die Landeshauptstadt Wiesbaden war, dann weiß ich es ja auch nicht. Aber Bürgermeister Dr. Franz hat völlig recht. Es ist etwas ganz, ganz Einmaliges und die nächsten Wochen bis zum 23. Dezember erwartet ganz, ganz viele Wiesbadenerinnen und Wiesbadener, aber auch die Gäste aus dem Inland, aus dem Ausland. 130 Kunsthandwerkerstände, die fantastische Angebote machen. Hier kann man nicht nur Weihnachtsgeschenke kaufen, hier kann man flanieren, hier kann man besinnliche Stunden mit der Familie, mit Freunden, mit der Firma verbringen. Was gibt es denn dieses Jahr zum Thema Tasse? Es gibt jedes Jahr eine neue Tasse am Sternschnuppenmarkt, hat jedes Jahr ein anderes Motiv. Also jeder, der ab morgen 17 Tassen im Schrank hat, hat alle Tassen im Schrank. Aber lieber Oliver Franz, verrat uns doch, was ist dieses Jahr das Motiv? Ja, dieses Jahr ist es das Rhein-Main-Kongress-Center. Das liegt ja auch nahe. Das ist ein weiteres Erfolgsprojekt, finde ich. Ein wunderbar gelungenes Gebäude, das sich fantastisch einfügt in die Umgebung und mit dem wir hoffen, dass wir einen wichtigen Beitrag dazu leisten können, dass die Stadt auch überregional als Kongressstandort noch mehr Bedeutung bekommt als in der Vergangenheit. Und das ist auf der Tasse drauf. Also eine, wenn man so will, Jubiläumstasse zum 17-jährigen Jubiläum. Ein toller Sternschnuppenmarkt und ein fantastisches neues Gebäude, das auch die Stadt nach vorne bringen wird. Ja, klasse. Ich habe die Tasse vorhin schon in der Hand gehabt. Wir haben gemeinsam schon kurz vor der Eröffnung den ersten heißen Glühwein hier vom Sternschnuppenmarkt genossen. Es ist wirklich gut gelungen und so ein bisschen stolz dürfen wir, glaube ich, gemeinsam auf das Geleistete sein. Ein kommunales Bauwerk, fast 200 Millionen Euro verbaut, in time, in budget. Das kriegen die Berliner und die Hamburger nicht hin. Wir Wiesbadener, wir können das. Und deswegen eine herzliche Einladung an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Schauen Sie einfach bis zum 23. Dezember mal am Sternschnuppenmarkt in der Landeshauptstadt Wiesbaden vorbei. Wenn Sie Glück haben, sehen Sie mich oder Sie sehen den Bürgermeister. Und wenn nicht, sehen Sie ganz, ganz viele einfach tolle Menschen, die gut drauf sind, die sich besinnlich auf das Weihnachtsfest vorbereiten. Deswegen einfach mal in Wiesbaden vorbeischauen. Bis dahin, wir sehen uns.